Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karma Incarnation 1, was ich mir aber wirklich sparen werde, weil es heißt einfach Karma. Wir sollen irgendwo hin, um etwas zu bekommen, und zwar so ein Glühbirnenteil mit einem Sternchen drauf. Dazu habe ich mir gedacht, müssen wir zum Fisch reisen. Gucken wir das mal an. Bin mir natürlich nicht sicher. Oh, what? Nein! Knödel! Knödel? Och. Nicht essen. Ach, oh Gott. Und im Fisch ist es drin. Okay, was? Fisch. Okay. Das ist kaputt gegangen. Das war's mit dem Fischerlebnis. Kann ich dem Typen den Fisch geben? Hast keine Ahnung. Och nee. Beziehungsweise wartet mal, bevor ich da jetzt den ganzen Weg nochmal gehe. Probieren wir einfach was anderes. Wir waren bei der Sonne. Sollen wir mal zum Blitz gehen? Oder wo sollen wir hinschauen? Schauen wir mal zum Blitz. Das da. Oh. Ich dachte nämlich am Anfang, dass, ich kann euch das mal erklären, warum ich so hing. Ich dachte, dass alles immer zusammenpassen muss. Und ich habe aber immer, also wisst schon, dass wenn das passt, dass der Rest hier auch passen muss, aber das passt ja zum Beispiel gar nicht. Jetzt haben wir nur noch diese Möglichkeit. Das sieht mir aus wie ein Fernseher, wird es aber wahrscheinlich nicht sein. Das ist richtig, nee. Die Zeit kann ich auch noch drehen. Ach so, Moment mal. Nee. Da will ich nicht hin. So. Aber das... Ja, genau, das ist gut. Das müssen wir dem eingeben. Aber krass, man kann ja nichts machen. Hier ist uns nichts. Ich dachte, da wäre was. Man kann sonst nicht an andere Orte. Ich dachte, dass wir damit an andere Orte kommen. Muss aber ein bisschen rauszoomen. Jetzt will ich ihm das unbedingt geben, natürlich. Da kriegen wir die Schneeflocke. Ja. Kann ich das nicht irgendwie überspringen? Nicht wirklich. Ich möchte ihm das geben. Okay. Ja, genau. So. Oh. Ach, ist das süß. Ach Gott, ist das toll. Ich finde das voll schön. Ich finde das so schön. Ich finde den Stil so schön. Gott, es tut mir leid, dass ich das so oft sagen muss. Der Mund. Ich finde gerade den Mund am besten. Auch von Knödel. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein neues Dingens bekommen. Sollen wir mal kurz nach oben schauen? Wobei ich echt Angst habe, dass es wieder abschmiert. Naja, es hilft nicht. Es hilft nicht. Wir müssen mal nach oben. Ich möchte nämlich schauen, ob ich dem Typen den Fisch geben kann. Bitte nicht abstürzen. Ja, ich hoffe einfach nur, dass es... Oh nein. Das ist ein blöder... Gott. Gott sei Dank. Das ist ein blöder Zufall war. Und nicht, dass immer irgendwie an der Stelle abstürzt. Ich weiß nicht, ob der den Fisch überhaupt will. Wahrscheinlich nicht. Aber ich sehe es auch die ganze Geschichte nicht. Nicht von Anfang an. Sterndingens kriege ich von ihm. Ja, und er sagt, das kriegst du, wenn du mir so ein goldenes Dingens gibst. Eine Hand. Oder?
Aber davor war ja die Rede von dem Fisch, Leute, wirklich, oder? Also beim ersten Gespräch, das erste Gespräch mit ihm war ein bisschen länger. Und da hat er irgendwas aus dem Fisch geholt, oder wir haben irgendwas aus dem Fisch geholt, ich weiß nicht mehr. Nun gut. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Ach, der sieht so hübsch aus. Der ist auch besonders schön. na gut. Machen wir jetzt dieses Schneeflöckchen mal rein. Machst du das? Ah. So, dann gucken wir mal. Schneeflöckchen. Oh, eisig. Jetzt kommen wir woanders hin. Was? Hilfe! Ob wir sterben können? Ich weiß es nicht. War jetzt auch schon so viel mit Entscheidungen eigentlich nicht wirklich, ne? Noch nicht. Och nee, du frierst dann doch Knödel. Keine Macke, Freunde, Knödel. Oh. Das ist eine eingefrorene Blume. Ja, man sollte eigentlich nicht wirklich nach links gehen. Meistens. Oh, hängt da einer? Oh Mann, die Augen sind auch alle eingefroren. Wartet mal. Ah, ein Schneeball, mit dem können wir vielleicht noch was machen. Helfen natürlich. Nein, 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 nein! Helfen! Och Gott, der friert auch noch voll! Nein, lass mich dir helfen, bitte. Was ist denn los? Du nichts verstehen. Mann. Kann er nicht irgendwie. Der kann auch nicht irgendwie mit, oder? Ach Gott, der Arme. So, der kommt mit mir mit einfach. Kann der in die Maschine rein? Dass er auftaut? Komm doch bitte mit. Und so, der folgt mir jetzt aber tatsächlich. Okay. Herr Gott, das kann ich ja nicht, das kann man nicht mit ansehen, was mit ihm ist. Hier rein, Komm rein. Bitte tau auf. Was, die brauchen jemanden, der spielt, oder wie? So, was willst du? Boah, ich verstehe das nicht, Leute. Ich will jetzt halt nicht spielen und dann wollen die halt genau das nicht vielleicht. Wartet noch mal kurz. Sorry. Was ist los mit dir? Wir saßen am Feuer, einer hat gespielt. Der eine Karte in der Hand gehabt. Und der gespielt hat, der war dann auf einmal weg. Dann ist das Feuer ausgegangen. Ich suche, ob ich das jetzt verstanden. Wer wird jetzt Trommel spielen, damit das Feuer wieder richtig schön hell wird und brennt? Okay, Moment.
Einen kurzen Augenblick, bitte. Ich hab geklickt. Ah. Nein! Oh nein. Ich lasse das jetzt mal. Ich lasse es eine Sekunde. Ich möchte gerne hier das machen erst. Ach so, Gott, die habe ich von unten rausgezogen. Das war das. Natürlich, und er hing dran. Was? Ah. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Moment. Ja, genau, das meinte ich. Aber da war kein. Genau, da hat man es jetzt gesehen. War da jetzt irgendwas? Da war doch jetzt nicht das Symbol, oder? Ich habe zweimal. Aber dem geht's schon voll gut. Ich hab's so mit dem Ach und Krach geschafft. Oder habe ich es nicht geschafft? Hab ich aufs verkackt. Der sieht so glücklich aus. Oh Mann. Sorry. Da war nämlich auch so ein Feuersymbol. Siehst du? Hast du das gesehen? Da muss ich wahrscheinlich auch. Und hier auch. Aber er ist direkt wieder traurig. Wartet mal. Aber da war ja nichts. Also mit dem Smiley direkt war ja nichts. Ich darf es einfach kein einziges Mal verkacken. Liegt es daran? Ich habe also ich, als die Flamme da zu sehen war, da wurde das Feuer auch größer, als ich das benutzt habe. Und auch als eben dieses Trommelsymbol war. Also ich glaube nicht nur beim Trommelsymbol, sondern dass ich es halt eben auch machen muss, wenn dieses Flammensymbol ist. Also Trommel. Flamme? Da war jetzt auch irgendwas. Trommel? Flamme? Nee, aber schon wieder. Lass mich noch mal kurz mit denen reden. Ich verstehe es nicht so ganz. Also ich verstehe schon, wenn ich es richtig mache, dann soll ich es mal versuchen, nur wenn die Trommel kommt? Ich versuch's mal nur, wenn die Trommel kommt. Oder nur wenn Flamme und Trommel kommt. Nur wenn Flamme und Trommel kommt. Wenn ich deutlich eine Flamme sehe und eine Trommel. Flamme.
Das ist keine Ahnung was. Trommel. Flamme. Nein, jetzt habe ich wieder gedrückt. Es tut mir so leid. Leute, ich versuche jetzt noch einmal und dann mache ich es offscreen. Weil ich will euch nicht langweilen. Nee, der legt sich wieder hin und friert. Leute, dann machen wir es so, dass wir uns gleich wiedersehen. Ihr werdet dann sehen, wie ich es schaffe und ich versuche es jetzt erstmal für mich allein. Bis gleich. Leute, da bin ich wieder. Ich bin irgendwie der Meinung, dass man das nicht machen kann. Ich versuche jetzt deswegen noch was mit dem Eis zu machen. Weil ich glaube, ich habe das schon richtig gemacht. Immer wenn ein Symbol war, habe ich das gemacht. Ich habe es nämlich noch offscreen versucht, nur beim Feuer das zu machen, also nur wenn das Feuersymbol war und auch nur wenn das Trommelsymbol war. Ich hoffe, dass ich mich da auch nicht vertan habe. Also, wisst ihr schon. Ich werde jetzt einfach mal das Teil da dran schieben. Weil vielleicht muss ich das ja zum Schmelzen bringen. Und jetzt versuche ich es nochmal. Vielleicht ist da ja was drin, was ich brauche. So. Trommelsymbol. Flammensymbol. Ja, da schmilzt es weg. Weil es ist nur warm für die Zeit, wo gespielt wird anscheinend. Ich dachte nämlich, also dass das Ziel ist, dass ich eben das so heiß mache, dass das halt länger warm bleibt. Was? Nein! Tierchen! Tierchen, was ist los? Oh! Oh. Okay. Ach ja, dann lassen wir noch einen Schneemann. War ich hier auf dem Weg hin doch irgendwas? Lass mich mal kurz hier noch rein. Was ist jetzt mit meinen Freunden hier? Ach, alles gut. Das ist schön. Hat der nicht irgendwas, was ich brauche? Das ist doch schön. Sehr cool. Der macht es natürlich viel besser als ich. Dann kann ich jetzt beruhigt weitergehen. Ich habe mich nicht so ganz getraut. Wenn ich nicht wusste, was mit denen sein wird. Und den mache ich einfach nur nackig. Klick ihn mal an. Klick ihn nochmal an und dann wird er wieder zu einem schönen Schneemann. Das ist ja toll. Okay, wo geht es hier lang? In die Höhle rein? What? Ah, okay. Ich hätte ein paar von diesen Dingern. Darf ich mir das holen? Ich will es eigentlich ungern klauen.
Was wird denn der für Musik? Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge von Karma an. Ich finde es immer schöner. Ich mag das voll. Gott, ich finde es so wunderschön. Echt. Ja. Leutchen, ne? Ja, oh, wieder eine coole Idee, unser Knödelchen. Naja, mehr vom Knödel sehen wir in der nächsten Folge, die schon gleich morgen kommt. Danke fürs Zugucken, Leute. Ciao.